dass du das Kreuz hast. Der heilige Dismas ist hier bei mir. Sag hallo. Wir haben in ein Hornissennest gestoßen. Der Ballsaal ist abgeriegelt und die Security bereit. Victor, wo ist der Fluchtwagen? Komm zur vorderen Einfahrt, den Scheinwerfer nach. Ich hol den Wagen. Willkommen zurück bei Uncharted 4 Thief's End. Der siebte Teil. Viel Spaß. Oh yeah, nicht erkannt. Hey, Bastardo. Und tschüss, mein Freund. Gehen wir mal außen rum, wa? Mir geguckt hat, dann immer mal Kniegas. So. Guckt hier überhaupt einer? Nee, ne? So, und jetzt kommt sie mal raus, den Waschlappen. Kommt gar keiner. Schwing dich. Und ab der Fisch. Oh. Halt, halt, nicht schießen. Ich hab mich verlaufen. Ach, verdammt. Nathan, was ist los? Die schießen auf mich. Ich wollte ja Waffen mitnehmen. Ich weiß. Kein Stress für uns. Geht's hier rum? Oh. Ich muss nach oben und mich umschauen. Merda, se riescono a svegliarsela, non ce la faranno. Li troveremo e li riempiremo di buchi. Ma sappiamo cosa fare. Resta concentrato, d'accordo. Ah, komm her, mein Freund. Ich sag auch. Was war denn hier? So, meiner. Nee. Prima o poi ti troverò. Ha. Trovato niente lì? No, qui non c'è nessuno. Troviamolo. So, sind wir jetzt mal oben. Da ist ein Fensterchen. Mal gucken, wa? So. Okay, alles gut. Niemand hat mich genau gesehen. Ich mache einfach auf cool und spaziere direkt hier raus. Ich denke mal nicht, dass das gut klappen wird. Mach mal auf cool. Oh. Scusi. Sie dürften gar nicht hier sein. Oh, Sie aber auch nicht. Ich sag Ihnen was. Ich sag's keinem, wenn sie es keinem sagen. Sie haben etwas dabei. Und sie werden es mir geben. Wirklich? Tja, das schmeichelt mir. Aber ich bin leider vergeben. Sehen Sie, wenn Sie mich jetzt entschuldigen. Ja! Zack, Alter. Ist direkt dann auf die Zähne. Spielchen. Geben Sie mir das Kruzifix. Lady, Ihr Glück, dass ich ein Gentleman bin. Sonst würde. Jetzt aber mal wehren, oder nicht? Okay. Aber wissen Sie, ich will das nicht tun. Na, dann zeigen Sie mir.
Na los, Nathan Drake. Sind Sie immer so durchschaubar? Netter Versuch. Der war kann aber auch nicht ausweichen oder so hier. Nächsten versohlt. Wissen Sie, wie viele Artefakte ich schon gesammelt habe? Sie müssen sich genauer ausdrücken. Dann will ich das mal verdeutlichen. Können wir jetzt auch mal rollen und kontern? Wie wär's mit Unentschieden? Nein, ich glaube. Haben Sie genug? Oder spielen Sie lieber weiter den Klugscheißer? Wissen Sie, Sie zerstören viele teure Sachen hier drin. Wenn Sie nicht aufpassen, werfen die uns raus. Okay, haltet! Gut! In meiner Gesäßtasche. Wo ist es? Oh, oh, oh. Ah, war Glück gehabt. Okay, ich bin am Wagen. Wo zum Teufel steckt hier? Ich habe deine Freundin Nadine Ross kennengelernt. Sie ist entzückend. Also hier draußen herrscht totales Chaos. Sie versuchen es einzudämmen. Aber alle drehen durch. Ich will ja nicht drängeln, aber beeilt euch, verdammt. Nathan, wo steckst du? Gute Frage. Und du? Am Ballsaal. Nach diesem runden Schild. Es liegt auf dem Weg. Rundes Schild, okay. Die gute Nachricht. Ja. Ich hab ne Knarre. Bis gleich. Irgendwo lang? Boah, schafft er das bestimmt, oder? Ja. Oh. Schwing dich, mein Freund. Zack. Jo. Ich hab sie. Schön auf dem Schild geprügelt. Alles klar? Ja, ich häng nur so rum. Von hier aus komme ich nicht zu dir. Kommst du runter? Ja, glaub schon. Okay. Wir treffen uns in der Einfahrt. Geh einfach Richtung Ballsaal. Okay, bis gleich. So. Bisschen Munition hier einsammeln. Bringt euch, sitzt hier fest. Eine Idee? Der schnellste Weg führt durch den Ballsaal. Du hast gesagt, er ist abgeriegelt. Ja, aber jetzt, wo sie von euch wissen, haben sie ihn geräumt. Dann auf zum Ballsaal. Verstanden, Nathan? Ja, verstanden. Okay. Ach komm. Na. Ich will immer auf Viereck nachladen. Oh, guck mal hier hoch. Nee. Aber da kommen wir weiter. Drüber, ab de Fisch. Heimlicher Angriff gleich, meine Freunde. Gibt's hier den Ball sein?
Stardon ist. Da hinten geht's weiter. Oh. Un attimo. Cosa trovato? Heimlich, still und leise. Muss ich ihm doch bestimmt helfen, oder? Ah, siehst du ihn? Natürlich nicht. Cos'è stato? Noch einer? Ach, über mir, okay. Unten ist er auch noch. Ah, Cash Money, Alter. Mal hier raus. Machen mal den Sprung hier. Ist hier irgendwo wieder welche? Ne. Okay, fast bei Ball sein. Oh, geht's denn hier runter? Ah, hier nicht. Ach, da unten vielleicht. Oder hier. Gute Seilrutsche. Überlebt er das? Nein. Natürlich nicht. Oder ich kletter einfach mal da hoch. Dann kann ich mir schon die Kiste ziehen hier. Oder schieben. Ja. Oh, gut. Oh, das ist schon wieder am Schreien. Jetzt können wir hier als Seilrutsche. Auf geht's, Digga. Los geht's. Hey, wie geht's? Ich glaube, ich habe genug von dieser Option. Oh ja, ich auch. Oh, den haben wir. Oh. Hey Jungs, Planänderung. Hey Nathan, ich habe ein Geschenk für dich. Scheiße, und was jetzt? Komm zum Brunnen vor dem Balltal, ich warte dort. Okay, los. Machen wir noch. Na komm, zeitlich nochmal. Boots, Alter. Na, ins Bein geschossen, tot. Okay, vielleicht sollten wir mal nicht alle überspringen hier. Zumindest hier am Ausgang nicht.
So. Sechs Schuss noch. Oh, Emulsion auf ihm hier. Wow, Hilfe. Schon. Wow. Easy peasy. Sam, hier lang. Bin bei dir. Sally, uns rennt die Zeit weg. Da kommt Sully, my man! Oh! Ab geht der Fisch! Ein gelungener Abgang. Dafür nicht in die Hölle. Mist. Was? Ist nichts drin. Was? Oh, du bist so ein Arschloch. Er ist dein Bruder. Okay, das Piratensymbol. Sehr gutes Zeichen. Das sind Averys Insignien. Was ist das? Ah. Odium mecum eris in paradiso. Heute wirst du mit mir im Paradies sein. Das hat Jesus zu Dismas am Kreuz gesagt. Genau. Aber was sind das für Zahlen? Wofür haltet ihr die? Eine Art Code. Oder eine Telefonnummer. Kommt schon. Telefonnummer. Hier. 1659. In dem Jahr wurde Avery geboren. 1699. Lass mich raten. Sein Todesjahr. Den meisten Berichten nach ja, aber wir haben also ein Geburtsdatum, ein Todesdatum und das Paradies. Das heißt, wir suchen nach Averys Grab. In der Kathedrale des heiligen Dismas. Nun langsam. Dort hat Rafe doch schon ewig lange rumgesucht, oder? Ja, die Kathedrale. Seht ihr die Symbole? Ja. Die findet man auf alten schottischen Grabsteinen. Okay, jetzt seht her. Der Grundriss des Orts ist sehr ungewöhnlich. Hier ist die Kathedrale, aber der Friedhof ist ganz hier drüben. Rafe hat sich die falsche Stelle vorgenommen. Genau. Leute, wir müssen nach Schottland. Okay, okay, halt. Moment mal. Euch ist doch klar, dass Rafe weiß, dass ihr kommt. Ja, darum kümmern wir uns, wenn wir da sind. Dieser Psycho wartet doch nur darauf, dass ihr auftaucht. Und er hat Nadine und ihre gesamte Armee hinter sich. Ja, aber das hier hat er nicht. Der größte Piratenschatz aller Zeiten ist zum Greifen nah. Ich dachte, es ging darum, Sam zu retten. Wollen wir? Aber schon, wir wollen doch beides, stimmt's? Wir so ein kleiner Treasure Hunt. Ja. Wie findet Elena das alles eigentlich? Ach, je, Junge. Das ist nicht so einfach.
Nach allem, was ihr zwei durchgemacht habt. Sie würde es nicht verstehen. Du traust ihr einfach nicht genug zu. Ich kann das Risiko nicht eingehen. Nathan hat recht. Die Dinge liegen jetzt anders. Rafe ist involviert und ich krieg das allein hin, ehrlich. Mhm. Super. Tja, danke für den Rat, ihr zwei Experten. Entschuldigt mich. Hey. Ich bin's, ja. Tja. Was geht dir durch den Kopf, mein Lieber? Hör zu. Mir ist klar, dass es nicht leicht war. Die ganzen Jahre. Tut mir leid, was dir zugestoßen ist. Aber das ist nicht seine Schuld. Das habe ich auch nie gesagt. Er hat lange gebraucht, um da rauszukommen. Ich zwinge ihn nicht dazu. Er wollte es. Er ist für dieses Leben geschaffen. Glaubst du das wirklich? Warum bist du hier, Victor? Weil irgendjemand auf ihn aufpassen muss. Nein, wir sehen uns dann in ein paar Wochen. Ja, mache ich. Okay, ich liebe dich auch. Bis dann. Bisschen geflunkert, oder? Ja, ich habe ihr gesagt, dass der Job ein bisschen länger dauert als erwartet, was ja auch stimmt. Okay? Na komm, was meinst du? Sam braucht immer noch unsere Hilfe. Naja, ich habe gehört, das Wetter soll in Schottland um diese Jahreszeit ganz toll sein. So, meine Freunde, wir sind jetzt am Ende des Videos und somit auf meiner Infocard angelangt. Ich wollte mich bedanken, dass ihr eingeschaltet habt und nochmal daran erinnern, das Video zu bewerten. Wenn ihr was zu sagen habt, dann schreibt es auch einfach in die Kommentare. Ich werde versuchen, alle zu lesen und zu beantworten. Des Weiteren verlinke ich euch noch ein anderes Video, das euch ebenfalls gut unterhalten wird. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Ciao!